Herr Ramon. Ja. Wegen der Wahl. Ja. Wir müssen unbedingt, bevor wir das Wahlergebnis bekannt geben, noch eine Prüfung mit der blauen Perle durchführen. Störung! Sie haben eine Störung, echt. Oh Gott, Mensch. Ja, weiter. Ich glaube, die Wolfsband Potion hängt ihm immer noch zu sehr im Magen fest. Ja, aber ich hätte das ja dann auch immer noch. Also, ja gut, ich habe hin und wieder mal so ein paar Hustenanfälle, aber es ist nichts. Ich habe jetzt nicht eine geistige Störung, also, ne? Oder er hat mal einen Zauber gegen sich selbst angewandt. Das kann auch sein. Aber zum eigentlichen Thema. Wegen der Wahl. Wir müssen vorher auf jeden Fall noch mal eine Prüfung durchführen mit dem blauen Perlen. Mhm. Nicht, dass, wenn das Ergebnis feststeht, eventuell sogar noch einer von den Werwölfen die Stadt regiert. Ja, das wäre nicht so schön. Nee, dann würde ich mein Haus auf eigene Faust abbrennen. Ja. Aber hören Sie das? Was? Irgendwo ist hier ein Hund. Ja. Weiß ich nicht. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen, wie wir das machen, weil wir möchten uns vorher auf jeden Fall die Wahlergebnisse angucken und dann eine Überprüfung durchführen. Zur Not müssen wir die Wahlergebnisse etwas abändern. Weil Sie wissen ja, der Herr Tobias steht da drauf und den möchte ich auf keinen Fall als Stadtherrn haben. Aber jetzt mal, ja, natürlich, aber ich glaube nicht, dass den jemand gewählt hat. Jetzt mal ernsthaft. Weiß man's? Also, es gibt viele kuriose Dinge. In der komischen Welt, wo ich mal war, da hätte man auch nie gedacht, dass so ein, großer Mensch Stadtherr wird und dann vor Frauen wegrennt. Ich möchte am liebsten nicht nachfragen, aber ich kann nur so viel sagen, diese Stadt hieß Club Society oder so, oder die Gegend. Gut. Ja, und sowas möchte ich halt auch gern wieder vermeiden. Zur Not setzen wir sie auf den Stuhl. Ich habe da schon drauf gesessen, das ist sehr bequem. Ich möchte aber. Oder wir nehmen den Herrn Melvin. Der Melvin wäre natürlich auch ganz gut. Ich meine ja nur. Aber ja, bis jetzt ist es ja noch offen mit dem Wahlergebnis, also. Ja. Wir müssen uns vielleicht irgendwann mal drunter verstecken, wenn alle abgestimmt haben und uns das mal alles angucken. Ja, also ich bin ja eigentlich für Darko oder Sissy, weil ich finde, die machen ihre Arbeit ja ganz gut. Ja, vielleicht können sie ja einfach mal, der Herr Darko hat doch bei ihnen sowieso einen Auftrag, den er noch abholen muss. Vielleicht nehmen sie einfach mal so eine blaue Perle in die Hand und tun nebenbei mal so schauen, ob da irgendwas merkwürdig ist. Genau, ob da irgendwas merkwürdig ist. Und ich gehe das nächste Mal, wenn ich beim Fräulein Sissy bin, machen wir das so einfach mal. Ja. Alles klar. Gut. Und wegen diesen verkleideten Türen, ich teste noch ein bisschen. Noch ein bisschen rum. Ich habe den Herrn Melvin das letzte Mal schon gefragt, ob ich den Herrn Olaf nicht mal mit der Schaufel eins auf den Kopf hauen darf. Ich glaube, das wäre echt mal nötig. Aber ich darf es leider nicht. Er steht ja unter Herrn Melvin seinem Schutz. Ja. Okay. Ich gehe jetzt tüfteln und Sie. Gut. Da wartet jemand auf Sie. Ja. Aber Sie wissen Bescheid. Ja, ja. Okay. Ja. Hallo. Haben Sie vielleicht noch ein paar Kürbisse für mich? Nee, leider nicht. Ich habe das
das Vorkommen, was ich dem Fräulein Sissi gesagt habe, ich denke mal, das Fräulein Sissi wird das schon alles abgeerntet haben. Ja, ich habe auch alles abgeerntet schon. Nee, dann... Ich, nicht mehr, okay, danke schön. Ja. Da rennt er wieder weg. Warte mal, die habe ich ja so hier hinbekommen. Aber eine Tür geht doch so hier. Hey, ich hab's hinbekommen. Ja, 28 wären es dann nochmal auch. Da liegt was. Ich hab ihm ihre Bestellung hingeschmissen. Ach, danke. Das gebe ich ihm dann. Ja. Oder. Wie viel kostet das? Kleinen Moment. 2 Iron Coins. Gut. Danke. Hm. 2 von den Stapeln. So. So. Und so. Da muss eins raus für das Geld. Der ist noch geschlossen. Und ich brauche noch 2 Schilder. Moment, hier war doch irgendwo. Hier. Ach Gott. Nie wieder das Geld verlegen. Essen da rein, Geld da rein. Warum habe ich hier noch Wasserflaschen? Ich behalte mal eine bei mir. Sicher ist sicher. So. Die Tierhaut mache ich erst mal hier rein. Das Essen behalte ich. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie. Oh Gott. Sie haben nicht zufällig den Herrn Olaf gesehen? Nee. Habe ich nicht. Okay. Tut mir leid. Oh. Okay, ich muss mal ganz kurz was nachprüfen. Hallo. Ach, hier sind Sie ja. Herr Olaf, ich habe hier was für Ihr Pferd. Hier, schenk ihm das. Nee, das möchte ich nicht. Achso, genau. Kommen Sie am besten gleich noch mit. Ja, ich komme gleich nach. Ich habe eine Erschütterung der Macht gespürt. Jemand erwähnte meinen Namen. Ja, ich wollte Ihnen die, das Ding für Ihr Pferd geben. Ja. So. Pferd hatten Sie mir ja gegeben, ne? Ja, genau. Gut. Was ist hier los? Keine Ahnung, ich denke mal, dass Fräulein Sissi macht die Bestellung fertig für die Stadtwache, fürs Haus. Genau. Ganz leise hört man es genau. Und Sissi, ich habe hab den Kürbis eingesammelt. Das ist nachher mal. Sonst komme ich noch heraus. Wie bitte? Was? Öffnen Sie bitte mal Ihren Mund. Also, so, ob Sie mehr Slabs habt? Ja, habe ich alles noch da. Ja, Sie hatten gerade so einen ganz merkwürdigen Hall in Ihrer Stimme. Ja. Meine Stimme war auf dem Boden. Wie viel Slabs brauchen Sie denn? Halbe Slab. Ah, ich gebe Ihnen gleich einen ganzen Stapel und ist geschenkt. Oh, na gut, danke.
So, das Fräulein Sissi, Stadtwachenhaus, 10 Fichtentüren, steinzige Stufen 24. Klar. Ja? Gibt es schon einen Stadtherrn? Nein, noch nicht. Und wann wird's entschieden? Nach der großen. Okay, ich würde jetzt sagen, nach der großen Prüfung ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber ich schätze mal, in den nächsten Tagen wird da schon was kommen. Okay. Stadtwachhaus, 10 Fichtentüren, 15 Steinzigstufen. Ja. Moin. Sie schleichen sich immer so an mich an. Ja, ich kann nicht anders. Vertrauenswürdige Person. Nicht. Was sitzt der wie angegossen? Ja. Finde ich schon. Also, Herbert freut sich darüber. High five von Herbert. Warum hauen Sie mich da? Weiß nicht, das war Herbert. Naja, ich glaube, ich muss ihn mal zu Salami verarbeiten. Das ist ein Verrückter. Was machen wir jetzt? Achso, ich wollte mal ja mal zu dem Fräulein Sissi gehen. Jetzt ist das Fräulein weg. Mist. Was? Ach, das ist das Fräulein Sissi. Okay. Gar nicht gut. Star, dancer, till I drop.